Wo bist du? Ja, sag mir, wo ich spawnen soll. Okay, dann warte mal kurz. Also, ich lade dich Ich mal bin ein. hier bei der Übersicht Indar. Ich tue dich in den Trupp einladen. Okay. Musst bei Und der. bei Kontakte? Genau. Annehmen. Bei den Benachrichtigungen oder halt beim Trupp oder wo auch immer. Oha, ich habe einige Freundschaftsanfragen. Einige. Franzinger hat dich eingeladen, Genau. jawohl. Yes. So, ich bin in einem Gebiet, was wir schon eingenommen haben vorhin, das an der Blödsinn wurde, was wir verteidigen müssen. Ich schau mal Headquarter. kurz. Ich bin Crooks Headquarters, genau. Kannst du das spawnen? Komme. Ja, ich bin zwar auf einem anderen Kontinenten, aber ich kann rüber fliegen oder was auch immer. Also bist du nicht auf Amerisch. Amerisch. Ich war Inder und jetzt bin ich Amerish. Dann hau dich rüber zu mir. Ich warte hier noch eben auf dich und zeig mal her, was ich hier. Ah, da bist du schon da. Mit dem Bin Mausrad, was hier. wir umgestellt haben, kann man bei der Minimap dann so zoomen. Geht das bei dir auch jetzt? Jo, habe ich. Ist ziemlich fein. Das heißt, wenn man eben zum Beispiel schnell Autos oder so spawnen möchte, kann man da schnell reinzoomen und eben dann das Panther-Symbol suchen oder dasselbe eben bei den Ich zeige Flugzeugen das mal auch. kurz her in den Einstellungen hier. Tasten, Zuweisungen, das sollte man sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Und wir haben das jetzt Mausrad hoch und runter. Und Vetano hat schon einige andere Tipps sich durchgelesen. Ich auch, aber ich habe nicht alles gemerkt. Ja, deswegen würde ich auch mal sagen, dass wir hier nicht wirklich viel machen können, weil wir gerade da auch den Punkt A zurückerobert haben. Das heißt, wir schauen mal auf die Karte, wo da die Action abgeht. Ich meine, bei uns gibt es 40% blauer, das heißt, da ist gerade der Angriff, wobei wir könnten auch einfach nach rechts hier mit bei den ganzen Fahrzeugen, die da nach Osten, Blackshard, Tungsten, Mine oder so, könnte Ja, man da hingehen. ich bin dein Rekrut. Du bist Oberstleutnant Vetano und ich laufe dir nach. Ja, dann schauen wir mal kurz, wo gibt's hier. Ich glaube, da vorne Hier gibt's vorne, nämlich was ja. zu spawnen. Ja, der Aber nur Daniel ist Panzer, nämlich glaube ich. schon Aber Level 11, oder wie? Wie hoch bist du? ich bin Level 11, genau. Aber ich werde jetzt hier mal einen Panzer spawnen und. Nein, Blödsinn, einen Sandra spawne ich. Da kannst du dann mitfahren. Dann Und kann ich ich habe mitfahren, den ja. schon ausgebaut, so dass ich den quasi als Spawnpunkt einsetzen kann. Und zwar mit B geht das dann. Nerf Vetano. So. Oha, da können ja 12 Leute rein. Genau, da geht ordentlich die Party ab und jetzt. Wow, da schießt wer auf mich. Ist das ein eigener? Ah, möchte der mitfahren? Hier oben? Ja, warte mal, lass ihn mitfahren. Der will mitfahren. Ja, dann soll er kommen. First Komm rein, Alter. Leutnant. So. Hey, hast du jemanden gekillt? Nein, ich glaube, das war wer anders. Das war's. Entweder du oder der Cupcake R-Swag. Ich habe also, wenn die Frage ist, hast du jemanden gekillt, Schilling? Die Antwort ist immer nein. Jo, passt. Jedenfalls kann man diesen komischen Sandra jetzt deployen, weil ich da mir so ein Upgrade gekauft habe. Warte mal, Und. Oder sind da links vorne sind die schon Gegner. Gegner? Ja, das sind die Gegner. Sind Dann das muss ich. böse? Soll ich ballern? Jo, Baller drauf, aber ich werde Oh, offenbar das sind hier Gegner. den Muss ich auch Schleichpfad nachladen? nehmen und mich dann verstecken und dann das Teil deployen. Am besten. Die da vorne gehören zu uns, der Checker, oder? Am besten hier irgendwo. Sag mal, der TG01 da vorne, Checker, gehört er zu uns? So. Oha, mir Ah, wird Blödsinn, hier übel! steht schon einer. Ich sehe gerade auf der Minimap, da kann ich nicht deployen, weil da schon in der Nähe einer steht. Okay, ich sehe Dann den schlag Radius, mal stimmt. hier am besten. Könnte ich mich noch hinstellen zum Beispiel. Ist zwar jetzt nicht Oh, das beste Flugzeug! Versteck. Nudelholz! Aber egal, Gib wir ihm! machen hier Einsatz und dann gehen wir raus und dann geht schon. Da Soll ich geht schon. raus? Ja, eh. Und raus, jetzt kann man nämlich hier zum Beispiel Ja, sich warte auch mal. neu Ich einstellen bin oder so. der Heiler. Na Nein, passt, ich bin nicht der dann gehe ich Heiler. mal Nein, nein, vor. nein, sorry. Ich bin kein Kommst nach. Heiler. Nicht? Warte mal, wo bist du? Ich Ach, bin hier hier. links neben dir. Und ich habe auch herausgefunden, dass man sich selbst heilen kann als Sanitäter. Das ist nämlich die spezielle Funktion. Mit der Taste F, oder? Genau. Oh, irgendwer Von fetzt da auf wo? mich. Ja, ich sagte ja. Oh, Wow! das war schlecht von mir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe leider keine Wir Ahnung. müssen diese ganze Basis da einnehmen und da gibt es eben den Punkt A. Sonst können wir nichts einnehmen, außer den Punkt A. Ja, aber wie gehen Und da wir müssen wir vor? irgendwie hinkommen. Ja, Soll ich entweder hier wir rushen einfach campen, durch oder? oder wir nehmen uns eine andere Klasse. Zum Beispiel, ich wechsle jetzt auf die leichte Einheit. Da kann man dann ein bisschen agiler sein und mit dem Jetpack so mit Leertaste halten herumfliegen. Bist du gestorben oder Ja, bist du ich bin einfach gestorben, aber ich bin zurückgegangen? schon wieder gespawnt. Also ich wurde vom eigenen Okay. Panzer überfahren. Das war jetzt nicht so toll. Ich bin Ja, jetzt links neben dir ich glaube, und würde sagen, wir gehen da einfach weiter. Und schauen wir man muss mal. gar nicht so heftig rushen, oder? Wir warten einfach ein bisschen. Na, wir gehen jetzt einfach uns da von hinten. Da kannst du Hier ja von der kommst du. Jetpack gehen. Ach, da oben, Achtung.
Oh, der gehört zu uns, sorry. Sorry, Bro! Also wenn Moment. Ach so, okay. Wenn du jemanden anvisierst und du weißt nicht, ob der zu dir gehört, einfach schnell mal Q drücken, weil wenn das dann ein Gegner ist, dann siehst du das sofort. Aber im Endeffekt, wenn der ein Dreieck über dem Kopf hat, dann gehört der immer zu uns, sein blaues. Was kann ich mit Q machen? Eben die Gegner anvisieren zum Beispiel. Hier zum Beispiel ist die bleiben dann auf der Karte, oder wie? Genau. Ach so, oder einfach targeten wie in MMOs. Oder was? Genau, na, die werden dann für kurze Zeit, werden die für die anderen Teammitglieder auch, werden die auch so markiert quasi, dann sieht jeder auf der Map, dass der Gegner eben da ist. Aha, okay. Und ja, bin gerade wieder verreckt, aber egal. Das heißt, das Nudelholz da oben, das kann ich nicht mit Kuh machen, weil das hat anscheinend schon jemand. Oh, ich stehe unter Beschuss. Ich sehe, dass du da ordentlich an der Front bist. Was war da? Was heißt Achtung, Sperrgebiet? Anscheinend haben wir gerade irgendwas verloren da drüben. Wir müssen aufpassen, dass das angrenzende Gebiet da nicht irgendwie... Ich bin jetzt einfach weg. Ich bin nicht gestorben, aber ich bin weg. Ich bin wohl zu nahe rangegangen oder keine Ahnung. Es kann sein, dass kurzzeitig da das angrenzende Gebiet irgendwie mehr als 50% blau hat und deswegen vielleicht irgendwie dann das Sperrgebiet... Oha. Gegolten hat. Aber du kannst hier wieder deployen, also du bist hier schon wieder da. Und hier eigentlich. Kann ich die Klasse auch ändern. Genau. Einfach E drauf. Und soll ich den Heiler nehmen? Der war mir am sympathischsten, da kam ich mir am nützlichsten vor. Ja, kannst du gerne machen. Ich glaube, ich nehme wieder den schweren Angriff sein, weil ich hier, glaube ich, einfach vorne durchrushen werde. Und du kannst mich hier dann wieder hochheilen, wenn ich ach so, warte mal. Ach, ich war doch der Heiler, sorry. Ich hatte die... Okay. Wird geheilt von Spielertrend. Nice, nice. Yeah. Okay, wir gehen jetzt einfach mal da rechts dem Panzer nach und... Der tankt dann eh den meisten Schaden weg, hoffentlich. Kann ich auch die... Da oben zum Beispiel sind ein paar, ja? Kann ich die Geschütze heilen? Also das kannst Panzer du als Ingenieur. Ach als so, Ingenieur Mist. Kannst du das. Okay. Stürmst du vor? Ich stürme vor, aber ein bisschen vorsichtig, weil ich davor schon wen gesehen habe. Du kannst da gerne mitkommen. Oh, ich stehe unter Beschuss. Und ich bin tot. Der kam von rechts unten irgendwo. Ah, toll. Ja, aber wir sollten das heißt, beide Sani spielen und dann uns gegenseitig hochheilen. Oh ja, wir stehen einfach nur da und heilen uns. Okay. Aber das heißt, Sperrgebiet hatte ich auch gerade die Nachricht, ja. Weiß ich was. Solange... Oh, ich bin jetzt im falschen Sunderer. Ist egal. Was ist mit dem Sunderer? Solange der noch nicht zerstört wurde, kann man da spawnen? Ja, yep, genau. Okay, nice. Warte, ich bin in der Nähe von dir. Geh da mal den Berg auf, ich habe da vorher wen gesehen. Da war ein Wenn ich Unhold. Nur wüsste, was ich hier machen kann. Ich lauf mal hinter dem Panzer her. Checker, warte nicht so schnell. Gib mir Deckung. Hier, Franzinger, ich sehe dich. Ah, da oben bist du. Ah, da unten bist du. Ich sehe schon. Ja, ich Ach komm so, mal der zerstört das hier. Zu dir. Kann man das zerstören? Kann man das schon zerstören. Man kann es aber auch hacken, was nicht so schlecht ist, weil dann kann man selber davon... Ah, okay, glaub, cool. Der Panzer hat jetzt hier das zerstört. Oha! Ach, das ist ein Gegner, Mann! Das ist ein Gegner! Der Panzer aber ich hasse nicht, das. Oder? Verstehst du? Ich wow. hasse das. Ich bin... Ich komme mit sowas nicht klar, wenn ich nicht sofort weiß, ob das ein Gegner ist oder nicht. Vor allem, wenn du auf eigene schießt, dann nehmen die auch Schaden. Und da habe ich immer Angst. Ja. Oh. Vielleicht sollten hasse wir auch das. Eher hier das andere verteidigen und nicht mehr da spawnen. Also spawnen... Bist du schon gespawnt? Ja, wieder dort. Wirklich? Ah ja, da drinnen! Oh Mann! Ja, da drinnen ist direkt. Der Spawn jetzt bei dir direkt, ja, weil dann kann ich dich ein bisschen beschützen vielleicht. Ja gut, dann... Ah, da ist ja ein Gegner! Da oben ist ein Gegner! Da macht's... Wo zur Hölle? Alter, jetzt fahrt er über mich drüber. Da vorne, da, Ach der so, hier. Ja, jetzt sehe ich ihn. Down ist er! Rache-Kill. Nice one. Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Hast du Leben verloren? Nicht hast du nicht. Was. Da vorne ist da ein Gegner. Oha. Nein, okay, da ist keiner. Ja, ich würde sagen, wir gehen da mal die Treppe rauf. Komm damit durch das brennende Vehikel. Schon dreimal gestorben und irgendwie noch nichts. Ich glaube, ich muss die Texturen weiter raufstellen. Das sieht manchmal seltsam aus. Bei dir auch? Ich habe es auf hoch eingestellt, glaube ich. Nicht auf ultra hoch, aber... Bei mir auch auf hoch, glaube ich. Lass mich vorgehen lieber, weil ich habe mehr Rüstung als du quasi. Ich weiß dann nicht genau, wo die da lungern können. Ja, gute Idee. Gehen wir da mal die Treppe noch weiter hoch. Weil wir müssen prinzipiell den Punkt A einnehmen. Bist du Sniper? Nein, ich bin schwere Einheit gerade. Okay. Mal durchgehen. Wir müssen zum Punkt A und den einnehmen. Ah, da sind Gegner. Du nach rechts, ja, bist du.
Pass auf, da ist ein Gegner. Zurück. Wo? Aber wo siehst du den? Ich habe ihn nur kurz gesehen. Ah, Moment, warte. Glaubst du, ich kann durchlaufen? Ich kann den einen retzen hier. Steh auf, wenn du am Boden liegst. Oha, oh, das sind die Gegner, pass auf. Nein, Achtung. Weg. Oh, yes. Okay. Piraten das war so schlecht. Nein. Verreckt. Ist gestorben. Ja, ich habe gerade nachgeladen. Ich wusste nicht, dass der da gleich mal rüberkommt. Aber einen Rache-Kill. Da hat er einfach Warte mal, warte. Bleib noch liegen. Kannst du mich wieder beleben? Oh nein, da kommen Gegner. Oh, das sind so viele. Oh, ich sehe wie du. Ich jetzt einfach jemanden. Oha. Aber ich konnte noch jemanden wiederbeleben und bin sofort gestorben. Ja, aber der ist auch gleich wieder verreckt, weil das sind gerade ziemlich viele. Das sind ein paar rote Punkte auf der Map. Okay, spawnen wir jetzt lieber... oder sollen wir wieder da spawnen? Da ist nach unten ein Sandra, bei dem wir spawnen könnten. Ja, egal, machen wir. Passt. Oh, nein! Warte mal. Alles klar? Ich bin jetzt nicht mehr bei dem. Ja, da ist... Achso, das geht jetzt nicht, weil der hat sich gerade wieder... Warte kurz. Okay, ich glaube, der ist gerade zerstört worden, weil der wollte noch gerade wegfahren. Der hat sich gerade wieder mobil gemacht. Na gut, dann spawnen wir da oben bei dir. Ich spawne bei dir gleich. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich vielleicht eine andere Klasse nehmen sollte. Die Mission ist, wir müssen das hier verteidigen, wie es aussieht. Jo, genau. Deswegen, ich glaube, das war auch Sperrgebiet vielleicht deswegen. Oder vielleicht hat er auch irgendwas... Ich weiß nicht. Es ist eigentlich ziemlich kompliziert, wie die ganzen Basisteile hier aufgebaut sind. Weil da gibt es dann diverse Generatoren, die Schutzschilder quasi aktivieren und so weiter. Die kann man dann irgendwie auch einnehmen oder zerstören. Also das ist nicht so leicht alles. Ist ziemlich komplex. Aber ich würde mal einfach sagen, wir schauen einfach auf die Map und wir sehen, dass da 18% nur noch dabei sind. Das Wo heißt, jetzt genau? Na, bei uns sind 18% nur noch blauer, das heißt, wir haben das eh eigentlich unter Kontrolle. Oh, stimmt, ja. 82. Oder wir machen mal vielleicht sofort Action. Können wir auch von mir aus. Und hast dann schauen wir, wo wir hinkommen. Hast du es auf Englisch? Nein. Nein. What the hell? Was los? Ich bin fast verreckt, mich hat wer abgeknallt. Ja, warte, ich geb dir. Ja, danke. Das war jetzt so knapp. Ja, aber hey, warte mal. Das war so ich kann dich immer runterballern, dann heile ich dich und bekomme XP ohne Ende. Warte mal. Ich glaube, das ist nicht wirklich... Bleib mal stehen. Das geht nicht, das kannst du vergessen, weil du musst nicht Leute... Also du musst keine Teamkills machen, um deine Sachen jetzt zu deaktivieren, sondern... Da geht es nur um das Friendly Fire generell. Wenn du das ganze Zeit machst, glaube ich, dann wird deine Waffe deaktiviert und du kannst nicht mehr angreifen. Ach so, weil okay. Ich das weiß. Okay. Ja gut, was machen wir? Ich würde sagen, sofort Aktionen und schauen, wo wir da hinkommen. Oder unten kommen wir dann hin. Mach das mal. Kommst du dann ins 3, 2, Onatha Biolabor? Go! Kommst du da eh hin? Warte mal, ja genau. Okay, dann passt sie. Dann haben wir dann einen Sofort-Einsatz. Ja go, mach schon! Wie? Ach, verlegen. Aha, ich muss warten. Sofortaktion, nicht verlegen, oder? Hast du eh Sofortaktion gemacht? Ja. Und dann dort, da so ein bisschen nachher fliegst du da so eine Kapsel rund. Das hatten wir eh schon mal. Genau, okay. Oh, da müssen wir aufpassen. Geduld ist deine Tugend. Ich bin da genau vor dem Spawnpunkt vor denen. Ich wurde gerade super. Ich bin schon wieder tot. So bescheuert. Echt jetzt? Ja, ich spawne da. Auf einmal kommt ein Fahrzeug und fährt mich nieder von den Gegnern. Das war so schlecht gerade. Ja, warte mal, ich bin hier. Ich weiß, wo wir spawnen können, aber wenn du halt dann verreckt bist, dann können wir gleich da rechts spawnen in diesen. Was heißt, wenn du dann verreckt bist, ich überlebe jetzt mal ein bisschen. Okay. Hat es eigentlich einen Sinn, wenn ich als Boden, wie soll ich sagen, Angriff mit einem Sturmgewehr auf die Flugzeuge ballere oder eher nicht so? Nicht so viel eigentlich. Und ich glaube, also das mit den Flugzeugen ist das Schwierigste eigentlich, um die runterzuholen, weil da gibt es so spezielle Raketenwerfer. Was? Wem willst du einen runterholen? Den Flugzeugen will ich runterholen. Ach. Nein, weil da gibt es so spezielle Raketenwerfer und die haben dann so eine Lock-On-Funktion quasi für Flugzeuge. Echt aber die kosten noch einiges an Certs und die haben dann dafür weniger Feuerkraft. Deswegen, mit denen kann man dann dafür die Panzer langsamer fertig machen, aber das ist halt für die Flugzeuge gut. Aber ich habe mich das auch nicht irgendwie getraut, dafür zu sparen, weil das sehr teuer ist und ich nicht genau weiß, wie viel das jetzt wert ist. Und okay. Deswegen bin ich noch ziemlich schlecht gegen Flugzeuge momentan eigentlich. Aber was soll's. Na gut, wenn du da noch ein bisschen länger brauchst, dann hole ich mir vielleicht eine Karre und komm dir entgegen. Lebst ja, sag mal, was ich da jetzt machen könnte zum Beispiel. Also, wie soll ich da vorgehen? Vor allem alleine, ohne Geschütz. Ich kann da ja nicht einfach... Also, du kannst jetzt theoretisch... Also, ich würde das sowieso nicht alleine... Alter, jetzt...
Da, ich sehe dich. Ich bin schon tot, weil da die Gegner da kommen und ich war. Hast du wieder Sofortaktion gemacht oder nein, was? Nein, die greifen da an. Schau mal, ich bin da im südwestlich von dir, genau. In dieser, ich sehe dich, wie heißt das? Onatha Southwest Gate und ich habe da kurz geschaut auf die Map, eben wo ich hin soll und so weiter und das solltest du machen, weil die sind hier schon alle beim Spawn. Fast schon. Ich bin in deiner Nähe, warte mal, ich könnte dich ratzen, wenn du. Nein, ich lebe schon wieder. Ah, okay. Die waren da alle. Da unten sind schon welche. Ich sehe dich, da vorne bist du. Ah, warte mal. Oh, die ballern hier. Soll ich eher ballern oder heilen? Ein Nemesis Kill habe ich geschafft, aber dann hat mich ein Blitzkopf vernichtet. Der ist mit einem. Oh, die fahren hier alle herum? Ja, ich sage, die greifen da an, nämlich, weil da rechts, also nordöstlich, ist ein fetter Punkt, das Biolabor. Und deswegen haben die da auch eine gute Infanterie und alles am Laufen gerade. Aber oha, ich spawn gleich Mann. Wieder und schau mal, ob ich dich da ein bisschen. Ja, okay, du bist verreckt. Ob ich dich da ein bisschen verteidigen kann. Nichts! So, nichts down geschafft ist einer. Noch. Ach Gott. Ich kille meinen, nachher werde ich auch gleich vernichtet. Das sind schon viele Leute da muss man einfach aufpassen schon. Warte kurz, ich komme gleich zu dir, spawn in 5 Sekunden. Und dann gehen wir gemeinsam durch und vielleicht sollten wir mal doppelt Zani machen vielleicht, oder nicht? Vielleicht hat das einen Sinn? Was. Naja, dann heilen wir uns. Ich meine, wir können ja trotzdem schießen, ne? Und ich habe jetzt auf schwer gewechselt. Okay, dann spiele ich mal Zani und dann mach du mal ordentlich Damage hier. Okay. Nicht vergessen, dass du mit F ein Schutzschild machen kannst, was aber auch zeigt, wo du bist quasi. Das heißt, dann bist du quasi eine leuchtende Fackel. Und dich sehen dann alle. Wo bist denn du jetzt? Ich bin oben irgendwie, aber ich bin wieder unten. Okay. Hier bin ich. Na gut, dann geh mal vor. Da unten waren die Gegner. Oh nein, back hier, das sind die Panzer. Oh Oha. Mein Gott. Wo bist du jetzt? Ah, da bist du, okay. Sag, wenn du Heilung brauchst. Ich kann dich dann einfach schnell. Okay, ja, ich bin voll. Na gut, dann gehen wir da jetzt weiter. So. Was auch immer du sagst. Da ist ein Gegner. Da sind zwei Gegner, da oben war noch einer. Oh mein Gott, ich sollte nicht vorgehen vielleicht. Ach, du bist tot. Ah, ja, aber ich habe einen umgenatzt trotzdem noch. Warte, hinter mal, dir ist ein Gegner. Jetzt bist Oha! Du tot. Instant down. You dead, bro. Na, ich warte auf dich und... Ich glaube, ich gehe da einfach viel zu schlecht vor. Ich habe kaum Shooter-Erfahrung. Nur Brickforce, Skill ein bisschen und so. Und verstehst du, da rusht du einfach vor und dann geht es darum, gut zu treffen. Und der am besten trifft. Ja, aber das ist kein klassischer Shooter. Du brauchst da mehr Taktik als wirklich jetzt Aim und so weiter. Ich meine, Aim ist auch nicht schlecht. Da oben ist zum Beispiel ein Gegner gerade gewesen. Vor allem die Gegner, du erkennst sie nie und oh Gott, die haben das schon eingenommen. Komm, wir müssen da jetzt weg aus diesem Dienst raus. Komm mal mit hier. Mann. Bist du verreckt? Nein, oder? Nein, ich bin. Bin hier irgendwo. Schau mal auf die Minimap, da ist ein roter Punkt, das ist ein Gegner, den hat er markiert vorher zum Beispiel. Okay, jetzt ist er weg. Da vorne ist er zum Beispiel. Da ist ein Gegner gewesen. Ich kann jetzt nicht ballern. Da drauf, auf den. Tod ist er! Echt jetzt? Als Sani? Ja, die haben nicht so schlechte Waffen eigentlich. Vor allem, das war ein Spion, deswegen ich halte mich mal selber schnell. Warte, da hast du nochmal den roten auf der Karte, oder ist das schon die Leiche von dem? Nein, da ist noch ein anderer, glaube ich. Das heißt, wir gehen da mal vor. Oder auch nicht. Wo hast du den? Da ist ein Gegner, da ist einer in Stealth. Hast du ihn umgenatzt? Ich glaube, ich habe nur assisted. Da ist noch einer. Ah, das bist Oha, du. Moment. Das sind die Gegner. Scheiße, ich bin tot. Nein. Ja, wir sind ja eh schon im Sperrgebiet, das heißt, wir sollten eigentlich eh weg, aber da waren wir ziemlich schlecht positioniert. Aber Herst, ich habe einen Verdienst. Auf einmal 2000 Erfahrung für irgendwas, ich weiß nicht genau was. Ich habe irgendwas gemacht, irgendwas Gutes. Wo spawnen wir? Ich würde sagen, in dem nächsten Gebiet, weil da werden die gleich angreifen. Hier im East Hills Checkpoint. Südwestlich von dem, wo wir jetzt gestorben sind. Da bist du eh schon genau. Bin schon, jo. Soll ich Sani bleiben, oder? Ja, ich meine, wenn du auch killen kannst damit, passt das. Kann ich dann eben immerhin gleich resten, falls da wer ist. Aber wie gesagt, die werden jetzt hier gleich eintreffen wahrscheinlich. Gehen wir mal da unten dem nach. Der wird wahrscheinlich wissen, wo die... Warte mal. Der läuft mit Versuch da rum, ist die oder? Straße, verstehst du? Die kommen dann wahrscheinlich, die ganzen Fahrzeuge kommen dann da die Straße, hier ins Gebiet dann rein. Wenn du auf M drückst, siehst du da eben die Straße, wo wir gerade vorher verreckt sind. Die werden dann wahrscheinlich da alle kommen, das heißt, wir sollten da mal... Ja, rein theoretisch müssen wir uns wo verschanzen, oder? Einfach und dann minutenlang warten, bis jemand kommt. Ja, oder in den Bergen und so weiter, aber da werden Sniper vielleicht besser.
Ansonsten wird hier von oben dabei kommen. Das heißt, wir sollten hier nicht einfach hier campen, weil sonst kommen die mit dem Panzer, schießen zusammen, wir sind Ja, tot. aber rein theoretisch in diesen Gebäuden sind wir ja safe, oder? Obwohl Ja, in schon dem nicht. eigentlich. Aber am besten sollten wir wahrscheinlich in diesem Gebäude, wo das A ist, campen, Aber falls wir wo was campen. hier, schau, du musst ja auch so denken. Unter einem Baum hast du den Schutz vor Fliegern, vor Genau, Flugzeugen. genau. All solche Dinge, die musst du beachten. Das kennt man ja aus anderen Shootern nicht, die ich so zocke. Da musst du nicht viel denken, da musst du nur auf den Kopf zielen und fertig. Aber Wir könnten jetzt theoretisch raufgehen und dann bei dem Punkt A campen, weil hier ist genau, was dann. hast du, eigentlich noch so herausgefunden? Mit G Granate, F der Special Skill von G Granate, jedem. genau, dann in Fahrzeugen kann man mit den F-Tasten eben die Position. Oh, da ist ein Panzer, da ist ein Panzer, da ist ein Panzer! Ein Gegner? Da, 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 da! Da mit der Raketenwerfer drauf. Da ist der Gegner. Ja, sehr gut, da kann man den Panzer jetzt vernichten. Der ist jetzt tot nämlich. Ja, warte mal. Mit dem Boah, der Raketenwerfer lädt einfach lange nach. von hinten drauf, genau. Wieso von hinten? Dann macht's mehr Schaden. Besten. Echt jetzt? Jo. Alter, schau mal, ich habe schon drei genau drauf getroffen. Wie viel halten die aus? Das sind halt Panzer, die halten einiges aus. Und Deswegen sage was ich mich auch, schau mal, irritiert. komm mal hier drauf. Ja, warte mal, geh mal weg, Nein, komm wenn mal ich hier da von jetzt hinten drauf drauf. Schieß latze. mal hier von hinten drauf. Das macht, glaube ich, Macht das mehr echt einen Schaden. Unterschied? Ja, ich glaube schon. Ich habe das gelesen. Bam, Oh, schau! du Instant hast down! recht. Instant down! Aber wie gesagt, die Okay. werden hier gleich kommen, also aufpassen. Ich habe jetzt keine Granate mehr. Ich habe vorher auf Ich habe den nur noch Panzer einen eine Schuss. Kann gefetzt. ich irgendwo die Muni neu holen? Bei der Basis oder Hier bei so? dem Nachladedings kannst du das. Ba Oh! Wer ballert da? Wer ballert da? Ein Gegner anscheinend. Oder was hast du? Na, ich habe nicht geballert. Ich Und glaube, mit das Q sind auch muss man von die markieren, draußen. oder wie? Da ist auch ein Panzer draußen, deswegen, der wird auch vielleicht da fetzt, Woher oder? siehst du, wo siehst du den? Auf der Karte ist so ein rotes Der Symbol Rote? davon. Ja, Ach das ist so, ein der Gegner. gehört zu den Gegnern. Oh, der schießt auf uns, pass auf. Ja, woher weißt du, dass der zu den Gegnern gehört? Weil er rot ist und weil man ihn auf der Karte so von so weit weg sieht. Also rot ist immer böse, auch weil wir die rote Fraktion sind, das ist egal. Also. Okay, ja, das irritiert mich leider so. Ich weiß jetzt Ja, nicht, ob ich den getroffen habe. Das der Problem ist, Fetzte. da ist einer in unserem Check. Achtung, drinnen, drinnen, drinnen sind zwei. Einer ist down. Ah, da ist ein. Ah, verdammt. Ich dachte, die können da nicht rein bei uns. Doch, doch, das ist kein Spawn nämlich. Das ist nur so ein Punkt, den man einnehmen kann. Wollen wir nochmal East Hill Checkpoint? Auf jeden Fall, die werden das gleich einnehmen hier. Deswegen müssen wir uns da beeilen, sonst können wir nicht mehr spawnen. Aber ich glaube, ich werde Moment. jetzt auch eine schwere Einheit, damit wir den Panzer schneller ausschalten können, weil da vorne steht einer. Wie Wo gesagt, das sehen war wir. das? Oha.